Start des Palmhaus-Kabarets. Manfred Rückenschaub und die Firma Glas Baumann setzen alles daran, den Bezirk Perg zum Lachen zu bringen. So laden sie unter dem Namen Palmhaus-Kabarett heuer insgesamt an 4 Abenden ein, um österreichweit bekannte Kabarettisten zu bewundern. Neben Marion Petritsch, die vor allem aus dem Ö3 Wecker bekannt ist, kommt unter anderem auch Alfred Dorfer im April. Palmhaus-Kabarett kann man sich vorstellen, feinste Kabarettkunst von den besten Leuten, die wir bekommen können, die wir gerade uns noch leisten können, damit der Verkaufspreis, der Kartenpreis zumutbar wird, weil es soll ja für die regionale Bevölkerung die Stars herbringen, dass man nicht nach Salzburg, Linz oder Wien fahren muss. Und wir wollen immer schon mit Kultur ein bisschen mehr bieten als das übliche Geschäft, weil uns ist Kultur sehr, sehr wichtig. Ohne Kultur gibt es keine Neuigkeiten. Also wir arbeiten selbst mit Architekten zusammen. Das sind auch Künstler und uns ist es wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es hier eine Firma gibt, die mehr vorhat als nur Umsätze und Reingewinne, sondern auch, dass es um uns unser allgemeines Wohlbefinden geht. Und darum haben wir dieses wunderschöne Logo uns einfallen lassen und das soll jetzt diese ganze Szene begleiten.